Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Final Fantasy. Ja, wir haben ja in der letzten Folge einen Anruf sozusagen bekommen und wir stehen jetzt hier direkt vor der Tür vom Sonnenwind, nenne ich es mal, mit der Morgenröte. Muss ich mit dir auch nochmal sprechen? Vor allen Dingen, warum ist der Chat jetzt hier eigentlich wieder so groß? Willkommen zurück, Gameplayerin. Bitte tritt ein. Minfilia erwartet dich. Ja, das weiß ich. Ah! Warum habe ich jetzt Ordenstaler dafür bekommen? Okay. Bekomme ich jetzt immer Ordenstaler, wenn ich jetzt irgendwas mache? Das wäre natürlich geil. Ah, da bist du ja schon. Du lässt wirklich nichts anbrennen, was? Der Offizier war ganz begeistert von dir. Das wirft natürlich auch ein gutes Licht auf unseren Bund. Gut gemacht. Ich bin richtig stolz auf dich. Übrigens gibt es noch eine gute Nachricht. Der Bund der Morgenröte hat Verstärkung erhalten. Tataru, bitte unsere Gäste hinein. Bitte hier entlang. Ach die! Hallo, so sehen wir uns wieder. Erinnerst du dich noch an mich? Ich bin Biggs. Danke für deine Hilfe neulich. Die vom Luftschiff. Wir werden wohl eine Weile hier bleiben. Also auf eine gute Zusammenarbeit. Ich bin Wetsch. Das ist alles? Kriegst du die Zähne nicht auseinander? Hallo! Oh Gott, wie so ein kleiner Junge. Biggs und Wetsch sind die Techniker der Galon Metallwerke, die du neulich gerettet hast. Sie haben bei uns Zuflucht gesucht. Ihr Wissen über Luftschiffe und Magitech ist von unschätzbarem Wert für ganz Eocera. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, ihnen Schutz zu gewähren und für eine faire Verteilung des Wissens zu sorgen. Wer wäre dazu auch besser geeignet als der Bund der Morgenröte? Ich freue mich sehr über unsere neuen Gefährten und hoffe, dass wir alle gut miteinander auskommen. Aus Liebe zu Eocera habe ich mein Leben dem Bund der Morgenröte geweiht. Deshalb bin ich überglücklich, dass unsere eingeschworene Gemeinschaft wächst und wir somit immer mehr für Eocera tun können. Tausend Dank für deine Hilfe. Und da hat sich schon wieder eine neue Aufgabe für mich. Und wie aus Geisterhand, von Geisterhand, wie auch immer, sind plötzlich alle verschwunden. Keiner hat sich verabschiedet, die Schweine. Nun, da wir unsere neuen Mitstreiter begrüßt haben, lasst uns gleich zu einer ernsteren Angelegenheit übergehen. Uriangé. Bist du die Unterlagen von Baldesions Gelehrten durchgegangen? Ja, sie waren sehr aufschlussreich. Die Bruderschaft der Morgenviper hat uns mit Nachforschungen beauftragt. Ida, Papalimo, könnt ihr bitte die Lage zusammenfassen? Credania möchte, dass wir herausfinden, welche Absichten die Sylphen im Wald verfolgen. Die Sylphen sind drollige Feen, die wie, nun ja, Gieserbüschel aussehen, also fliegende, und den Primae Ramu verehren. Die Büschel? Sie gelten zwar als wilder Stamm, sind aber viel friedfertiger als die streitlustigen Ixal. Sie lassen durchaus mit sich reden. Vielleicht können wir mit den Sylphen über das Primae-Problem sprechen. Die Existenz Ramus ist seit langem bekannt. Doch es gab bisher keine Anzeichen, dass die Sylphen ihn beschwören wollen. Das schließt eine Beschwörung allerdings nicht aus und macht Ramu nicht weniger bedrohlich. Die Credania zerbrechen sich nun den Kopf darüber, ob sie gegen Ramu vorgehen müssen. Das wollen sie möglichst vermeiden, denn ihnen sitzt bereits die von den Ixal verehrte Windgöttin Garuda im Nacken. Sie ist die wildeste aller Primae und Credania hat mit ihr allein schon alle Hände voll zu tun.
Deswegen müssen wir mit den Sylphen reden, um eine diplomatische Lösung zu finden. Deine besondere Gabe ermöglicht dir vielleicht, die Herzen der Sylphen für dich zu gewinnen. Dann könntest du ihnen Informationen über Ramu und die anderen Primae entlocken. Wirst du uns helfen? Danke. Ich würde selbstverständlich mit dir gehen, aber in Gridania wäre ich dir keine große Hilfe. Dort kenne ich mich nicht gut aus. Kein Thema, ich kenne mich gut aus. Deshalb schlage ich vor, dass dich unsere Gridania-Spezialisten Ida und Papalimo begleiten. Ist auch gut. Ja, das wird wohl das Beste sein. Seid ihr einverstanden? Aber klar doch! Selbstverständlich! Diese Handbewegung. Ich meine, wer würde vor einem stehen, sich so voll auf die Brust schlagen und sagen, aber klar doch! Ja, mit Forsail in der Bruderschaft sprechen. Wer ist das jetzt? Wo sind wir denn hier? Finsterwald. So. Hier. Ach super, das ist direkt, wenn wir dort angekommen sind mit dem Heißluftballon, wollte ich gerade sagen. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, mache ich mich mal auf den Weg. Ich bin gerade am Überlegen. Ich könnte natürlich auch einfach mich zurückführen lassen. Dann bin ich ja mehr oder weniger schon in direkter Nähe von dem Luftschiff. Und dann werde ich einmal rüberfliegen und dann sehen wir uns gleich dort drüben wieder. So, da sind wir. Übrigens, für diejenigen, die sich jetzt wundern, ich habe unterwegs mal eben mein Kostüm ein bisschen geändert. Ich wollte das eigentlich in einem Schwarz färben, aber leider habe ich kein einziges Schwarz da gehabt. Und naja, die Farbe ist eine der wenigen Farben, die ich hatte. Und ich muss sagen, das fand ich am besten. Dieses Bläuliche mochte ich überhaupt nicht. Und da gab es noch eine dritte Farbe, glaube ich, die ich machen konnte. Achso, nee, das war das Rot. Das ist im Original Rot, das, was hier zu gelblich aussieht, oben drüber. Aber das passt halt nicht zu den Haaren, das beißt sich. Und deswegen, ja, ich muss natürlich für diese speziellen Anlässe auch speziell gekleidet sein. Nein, aber ich fand das Kostüm so dermaßen schön. Und ja, fand, es passt eigentlich auch gut zu einer Hermetikerin. Ich würde sogar so weit gehen, dass das zu einer Heilerin auch gar nicht mal so schlecht passen würde. Oder ja, zum Mönch oder so. Da sieht das bestimmt auch noch geil drauf aus. Was haben Sie nur vor? Ich hoffe wirklich, dass der Bund der Morgenröte etwas aus den Slyphen herausbekommt. Oh, eine Abenteurerin auf schleichenden Sohlen. Entschuldige, ich war ganz in Gedanken. Was kann die Bruderschaft der Morgenviper für dich tun? Das weiß ich noch nicht. Das möchte ich ja gerade gerne herausfinden. Sieh an, wenn das nicht die dritte Novizin Winter ist. Das ist genau der Eifer, den ich von einem aufstrebenden Mitglied der Bruderschaft erwarte. Bereit zum Dienst, nehme ich an. Ja, und schon extra frisch umgezogen. Guten Abend, Kommandant. Ich würde euch Gameplayerin ja gerne für die Aufgabe der Bruderschaft überlassen, aber leider führt uns heute eine andere Angelegenheit her. Ida und Papalimo, es ist mir stets ein Vergnügen, euch beide zu sehen. Meine Männer erzählten mir, dass ihr in letzter Zeit für den Bund der Morgenröte tätig seid. So ist es, Kommandant. Wir haben gehört, dass die Bruderschaft Hilfe bei einer Ermittlung braucht. Jawohl, da habt ihr richtig gehört. Ihr habt sicherlich vernommen, dass wir Nachforschungen über die Slyphen anstellen. Sylphen, nicht Slyphen. Wieso komme ich auf Slyphen? Ein seltsamer wilder Stamm, der in den Tiefen des Finsterwaldes beheimatet ist. Die Sylphen sind, zur Freude der ältesten Saatsherren, ein größtenteils friedliebendes Völkchen, das keinerlei Absichten hegt, in sinnlose Kriege verwickelt zu werden. Die Bruderschaft geht... Der Bruderschaft geht es da ähnlich und genau aus diesem Grund hat die Beziehung der Sylphen zu den Primae Ramut gewichtige Fragen für uns aufgeworfen. So friedlich sie auch erscheinen mögen, ein wilder Stamm bleibt ein wilder Stamm.
Sollte es auch nur den geringsten Anschein haben, dass die Beschwörung der Prima-Ehe das Gleichgewicht zwischen Gridania und den Sylphenstämmen stören könnte, so könnten wir diese Möglichkeit nicht ignorieren. Vorsicht ist besser als Nachsicht, in der Tat. Führen wir einen Schlag gegen Ramu durch oder ignorieren wir das Vorgehen der Sylphen? Das ist die Frage, aber ich verfüge nicht über genügend Informationen, um mir eine Meinung zu bilden. Es gibt zahlreiche Meinungen zu dem Thema in Gridania, aber nur den Ansichten in der eigenen Leute Gehör zu schenken, ist einer der größten Fehler, die ein Kommandant machen kann. Ich würde nur zu gerne hören, was die anderen Seite, die Sylphen selbst, dazu zu sagen haben. Dafür benötige ich unbeteiligte Dritte, um eine Verbindung herzustellen. Und da kommt der Bund der Morgenröte ins Spiel. Die Sylphen von der Sylphenzuflucht sind sehr friedfertig und führen zahlreiche konstruktive Gespräche mit unseren Leuten. Ich würde daher gerne wissen, was sie über ihre aufgebrachten Schwestern denken. Aber sei trotzdem auf der Hut. Die Traditionen und Etikette der Sylphen sind gänzlich anders als unsere. Ihr solltet daher möglichste Fettnäpfchen von vornherein ausschließen. Auf dem Weg zur Sylphenzuflucht kommt ihr an der Jagdhütte der Hawthorns vorbei. Moment, davon habe ich doch zuletzt was gehört. Unser dort stationierter Offizier kann euch sicherlich einen guten Rat geben, wie ihr das Wohlwollen der Sylphen gewinnt. Gute Reise. Ein freundliches Geplauder mit den Sylphen, das sollte eine willkommene Abwechslung sein. Zur Jagdhütte der Hawthorns, nicht wahr? Nun, ich glaube, die Fähre vom Süßholzsteg sollte uns direkt dorthin bringen. In der Tat, ein freundliches Geplauder. Ich hoffe, das wird so einfach, wie du es dir vorstellst, Papa Lymo. Ja, die Fähre sollte uns direkt dorthin bringen. Wieso die Fähre? Ich muss doch hier oben. Oder ist das die Fähre? Da ist die Fähre. Aber da müssen wir auf jeden Fall noch mit jemandem sprechen. Okay. Achso, wir sind noch unten. Okay, dann werde ich mich jetzt mal eben dahin begeben. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Mit dir muss ich sprechen. Da bin ich doch schon mal durchgegangen. Ja, hier bist du richtig. Die Fähre, die am Fuße des Hügels andockt, bringt dich über den See in den Ostwald. Wenn du dort an Land gehst, brich gen Osten auf und du solltest die Jagdhütte der Hawthorns problemlos finden. Lass mich dir doch einen Rat auf dem Weg geben. Die Hawthorns sind gute und einfache Leute, aber werden nicht gerade schnell mit Fremden warm. Du solltest daher bei der Imkerei Blütengold auf dem Weg zur Hütte Halt machen und dich bei Rosa vorstellen. Ah, da bin ich auch schon gewesen. Die ist auch nicht zu verpassen. Und das Schöne an dieser Fähre, zumindest war es beim letzten Mal so, die ist kostenlos gewesen. Jetzt bin ich gerade überlegen. Das waren, glaube ich, der Honigblumensteg, ne? Die Lavendelbeete waren, glaube ich, die Unterkünfte von denen. Ja, in den Ostwald hört sich gut an. Übrigens, wenn ihr euch jetzt wundert, warum meine Stimme sich hier irgendwie total im Eimer anhört. Ich habe die letzten Tage wieder eine ziemlich dicke Erkältung eingefangen. Ja, das passiert halt, wenn man zu Hause bleibt, weil man ja nirgendwo hin kann wegen Corona und ja, irgendwo dann mal so einen Luftzug, ganz blöd gesagt, bekommt und schon ist man krank. Ja, kann man nicht verhindern. Leider. Achso, ich könnte eigentlich auch. Ich kann nicht. Wieso kann ich nicht? Ich habe das doch bei ihr draufgelegt. Hä? Moment, Reittierverzeichnis. Ich habe nämlich ein neues Reittier. Das habt ihr, glaube ich, auch noch gar nicht gesehen. Ich habe es dann endlich mal geschafft, das Ganze... Ups, umdrehen wollte ich mich eigentlich nicht. Ich habe es dann endlich mal geschafft, das Ganze freizuschalten. Nachdem ich dann festgestellt habe, dass man dafür die Pfeife benutzen muss, die man im Inventar hat. Und ja, deswegen bin ich jetzt mit dem unterwegs und nicht mit dem neuen. Das kann ich nicht. Höher springen tut er nicht. So, irgendwo hier vorne muss er sein. Da, beziehungsweise sie. Hi, Rosa. Eine Abenteuerin. Den 12 sei Dank.
Du hättest dir keine bessere Zeit aussuchen können. Bitte, du musst uns helfen. Ich wollte eigentlich was von euch. Es geht um unsere Bienen. Diese armen kleinen Kreaturen werden von aggressiven Schwärmen von Hornissen angegriffen. Diese Bienenstöcke stellen unsere Lebensgrundlage dar. Du musst sie retten. Bitte. Ich kann das nicht länger mit ansehen. Okay. Ach so, die kommen dann nach hier. Ja, gut. Hab ich meinen? Ja, mein Karfunkel ist dabei. Übrigens wollte ich das noch wegmachen. So. Ja, ich bin wieder zu weit entfernt. Ich weiß. Die brauchen aber schon richtig Power hier. Okay, da. Ich wollte gerade sagen, irgendwo hatte ich doch eben noch eins gesehen. Hallo, du sollst jetzt einfach dieses Ziel nehmen. Aber auch hochgebaut stellenweise. Das ist schon krass. Ist ja schon platt. Es ging ja jetzt wie am Schnürchen hier. Hi. Alles fertig. Vielen, vielen Dank, meine Freundin. Endlich können unsere Bienen wieder in Frieden ihren Honig produzieren. Ich wusste vom ersten Moment an, dass die 12 dich schicken. Hm? Du bist auf dem Weg zu unserer Hütte, sagst du? Und möchtest mit dem Offizier der Bruderschaft dort sprechen? Es gibt dort einen, der Amelain heißt. Er ist ein Wachposten an Jocelyns, Jocelyns Wachturm, aber schaut auch regelmäßig bei unserer Hütte vorbei. Unser Honig und die Geschichte meines Mannes Rolfe haben es ihm angetan. Aber natürlich, warum bringst du ihm nicht einen Krug frischen Honig mit? Das sollte ihn äußerst gesprächig machen. Dankeschön. Ja, und da unten haben wir jetzt ein Dings. Ja, aber ich würde ehrlich gesagt gerne mal zwischendurch eins mitmachen. Ein Fade-Bereich, genau. Wieso kann ich den jetzt nicht? Wie, meine Stufe ist zu hoch. Wollt ihr mich verarschen? Ja, toll. Okay, dementsprechend kann ich jetzt leider kein Fade mitmachen. Oder? Moment. Doch, ich kann es anpassen. Moment, ich schmeiß das mal eben auf Anpassen. Boah, was ist das für eine Kacke? Die fliegen ja, die fallen ja hier wie die Fliegen. Hallo. Du sollst sie weiter angreifen. Oh, Klageregiment. Heilen wir den hier mal ein bisschen.
Sehr schön. Cool. Also darf ich mich nicht heilen, weil es jetzt nicht mehr geht. Okay, Achso, wieso hole ich denn nicht eigentlich meinen Karfunkel raus? Ich bin ja auch bescheuert. Ich bin das so gewohnt, dass ich immer nur... Kann man dann eigentlich noch schneller machen? Zumindest steht es noch drin, dass man schneller reiten kann. Ich finde das so cool. Vor allen Dingen geht es wirklich wesentlich schneller, wie ihr seht. So, ich denke mal, dass der Typ hier drin ist. Genau, das ist die Jagdhütte. Hi. Ja, ich bin Amelien von der Bruderschaft. Du kommst mir allerdings nicht bekannt. Hm? Du hast ein Geschenk für mich? Ja, aber natürlich. Ein Krug von Rosas Honig und auch noch frisch geerntet. Du weißt offensichtlich, wie man einen guten ersten Eindruck hinterlässt, meine Liebe. Ah, dann bist du also diejenige vom Bund der Morgenröte, von der der Kommandant gesprochen hat. Vergib mir, wenn ich etwas forsch war. Mein Magen hat schon ordentlich gekrummelt. Oh Mann, dieser Honig ist der Nektar der Zwölf. Aber natürlich, Verzeihung, du bist nicht wegen des Honigs, sondern wegen der Sylphen hier. Sie wirken zwar launig, aber sind auch äußerst umsichtig. Besonders seit sich die Galea im Finsterwald herumtreiben. Wenn du ja doch erst einmal ihr Vertrauen erlangt hast, sind sie genauso freundlich wie die anderen Völker auch. Sie haben zwar ihre Eigenarten, aber die haben wir alle, nicht wahr? Wenn du mehr über die Sylphen erfahren möchtest, solltest du Rosas Ehemann Rolfe fragen. Er ist ein netter Kerl und er hat schon über die Sylphen vergessen. Hä? Er hat schon mehr über die Sylphen vergessen, als ich je in Erfahrung bringen werde. Okay. Komischer Satz. Achso, der sitzt direkt neben uns. Ja, wunderbar. Müssen wir nicht mehr weit laufen. Du bist hier, um ein paar Dinge über die Sylphen zu lernen. Eins kann ich dir sagen. Sie sind ein eigentümliches Volk. Wie eigentümlich, fragst du? Nun, lass es mich so sagen. Es tut mir leid. Mein Gedächtnis ist nicht mehr das, was es einmal war. Ich bin zu sehr mit Bienen und der Imkerei beschäftigt. Allerdings habe ich meine Geschichten oft und gerne mit meinen Nachbarn geteilt. Vielleicht können die sich ja besser daran erinnern. Okay, so viel dann dazu, dass man nicht weit laufen muss. Das sieht mir so nach draußen aus. Da ist einer. Was hast du denn hier? Achso, du bist Freibriefe. Du bist Freibriefe, tolles Deutsch. Die Sylphen, unverbesserliche Schwindler und Unruhestifter, das sind sie. Mal malen sie Morbol-Gesichter auf unsere Masken und dann führen sie unsere jungen Wachen in die Irre, sodass diese in eine tiefe Schlucht stürzen. Stellt man sie zur Rede, lachen sie einfach nur. Rolfe behauptet, sie hegten keine bösen Absichten, aber ich finde solche Streiche überhaupt nicht witzig. Okay, es hört sich nicht gut an. Denk nicht, du könntest die Sylphen zutraulich machen, indem du ihnen Süßigkeiten gibst oder so. Sie sollten sich angeblich nur von Sonnenlicht ernähren, habe ich gehört. Okay, sind es zumindest schon mal keine Vampire. Das ist schon mal positiv. So, wo ist denn die letzte? Aber die muss da drin sein. In der Richtung. Ach, jetzt auf einmal hat sie was obendran. Ja, super. Leicht verbuggt. Die Sylphen? Ja, mein Vater hat mir häufig Geschichten von ihnen erzählt. Es hat mich stets fasziniert, wie unterschiedlich ihre Vorstellung von Etikette gegenüber unserer ist. Du solltest sie aber auf keinen Fall unterschätzen, nur weil sie für uns wie Kinder aussehen. Sonst könnte es ein böses Erwachen für dich geben. Hehe. weil sie wie Kinder aussehen, okay. Jetzt wird's gruselig. Ich hasse Horrorfilme, in denen Kinder vorkommen. Aber natürlich, natürlich. Diese Geschichten haben mein Gedächtnis auf die Sprünge geholfen. Sieh dir das mal an. Ein bezaubernder kleiner Tanz, meinst du nicht? Eine Sylphe hat ihn mir vor langer Zeit beigebracht und mir erzählt, er sei eine altehrwürdige Formel, Begrüßungsformel bei ihnen. Du solltest ihn besser einstudieren. Vielleicht hilft er dir ja dabei, dich mit den Sylphen gutzustellen. Okay. Ja, dann würde ich schon fast sagen,
Da die Folge jetzt auch ziemlich lange geworden ist bisher und wir ja auch zwischendurch noch ein bisschen, ja, was nicht lange gedauert hat, aber wir durften ja zwischendurch auch noch mal ein bisschen kämpfen bei dem Feld. Oh, ich hab Schluck auf. Würde ich sagen, dass wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir den Rest dieser ganzen Sylphengeschichte in der nächsten Folge weiterführen werden. Bis dann. Ciao.